Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe und doch wieder von diesem Balkon. Irgendwie hatte ich gestern vergessen, dass ich heute Morgen ja noch hier bin und es gleich losgeht. Es ist 8 Uhr morgens, also deutscher Zeit. Was haben wir in Deutschland jetzt? 4 Uhr nachmittags oder sowas muss es sein. Auf jeden Fall geht es heute mit frisch gepressten Themen weiter. Einmal bei Aer Lingus, die ganz klar eine Drohung bekommen, das Personal, dass wenn man nicht sich preislich in dem Kabinenpersonalpreis einig, dass die Flugzeuge woanders hingehen. Warum erzähle ich das? Weil das natürlich bei Lufthansa auch durchaus ein Thema ist, dass man, wenn man irgendwo zu teuer wird, irgendwo anders im Konzern produzieren kann. Weiter haben wir ein Thema Marriott, hier aus dem Ritz-Carlton in Rancho Mirage. Da geht es um 160 Millionen für einen, ja, kann ich das Wort schon sagen, sind wir lang genug in der Sendung? Ich glaube, ich muss noch 3 Sekunden warten, damit wir über die Minute sind, dass es dort einen sogenannten Blowjob gab für einen Kapitän, der das nicht so wollte. Dann geht es weiter mit einem Thema, und zwar Warmwasserziele für Delta. Und wir haben dann auch noch als lustiges Thema in meinen Augen, wenn man sich das anguckt, in der Form lustig, weil die Besucherplattformen Spaß machen. Für Wien, ich hatte gestern das angedeutet in der Ostereierfolge, hätte ich fast gesagt, in der Folge, was ihr Ostern tun könnt. Die Besucherterrasse wird geschlossen. Ich will das nochmal explizit erwähnen, weil einige das nicht so wahrgenommen haben. Und lasst uns direkt in die Themen einsteigen. Eine kurze Sendung. Das Wetter ist auch nicht so hübsch. Es gefühlte, wie viel Grad ist es denn? Nur 14. Und ein LKW fährt vorbei, ihr merkt es schon, jedes Mal willst du eine Sendung aufnehmen, kommt Lärm, kommt Spaß, kommt Stress. Aber nun gut, so ist das. Jetzt fährt er auch wahrscheinlich noch rückwärts. Nein, er fährt nicht rückwärts. Aber lustig, dass man hier am Sonntagmorgen, nee, am Samstagmorgen so durch ein Hotel fährt, was 5 Sterne Deluxe ist. Ja, das erste Thema, was wir heute haben, das ist eher ein Thema, was in meinen Augen interessant ist für alle, die Delta mögen. Einmal deshalb, weil Delta Warmwasserziele ins Angebot nimmt. Jetzt sagt man, okay, was ist daran so wichtig? Warmwasserziele sind Ziele rund ums Mittelmeer, klassisch. United fliegt ja zum Beispiel schon nach Mallorca von New York aus. Aber Delta bekommt ja bald 350-1000er, die ab 2026 ausgeliefert sind. Die 777s sind ja quasi da in einer Art und Weise schon geparkt seit der Pandemie. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Und jetzt ist es so, wir erwarten in den kommenden Jahren 50 neue Langstreckenflugzeuge. Und damit ist es so, dass man sich dann anguckt, ob man dort gezielt zum Beispiel nach Neapel fliegt oder Griechenland. Ihr wisst ja, Heraklion oder andere Themen, die in Italien, Spanien oder sonst wie liegen, sind durchaus interessant. Heißt also, diese Urlaubsziele werden für uns als Europäer dann zwar näher sind, aber teurer, weil natürlich der Markt und der Demand steigt, wenn da täglich ein 350-1000er kommt. Und der andere Wachstumsmarkt für Delta ist der Südpazifik. Da gibt es natürlich Ziele, die durchaus auch interessant sind. Und da muss man dann natürlich schauen, ob man jetzt sagt, einfach, dass man dort Papeete zum Beispiel nimmt oder Auckland nimmt. Das sind Themen. Oder dann, was auch gut ist, ist halt Berlin. Berlin wird diesen Sommer wieder saisonal angeflogen von Delta. Also das heißt, da gibt es wieder die Anbindung nach Nordamerika mit New York. Und man ist begeistert mit den Ergebnissen, die man in Berlin sieht. Und das Zitat geht weiter. Berlin ist ein sehr dynamisches Reiseziel, die attraktivste Feriendestination in Deutschland, ein wichtiger Markt für Unternehmen. Es ist also eine gute Mischung aus beiden und das ist gut für uns, also ein Hybridmarkt. Also gute Nachrichten für alle in Berlin. Lufthansa mag Berlin ja nicht so für die Langstrecke, deshalb gibt es da dann weiter Wachstum. Wer noch nicht weiß, was er tun soll, kann entweder die Eier suchen. Ich glaube, am 4.4. war das der Fall in Wien auf der Besucherterrasse. Wer aber dann zum Beispiel nach Wien möchte und die Besucherterrasse besuchen möchte und den Ausblick genießen, sollte wirklich da relativ schnell vorgehen. Denn mit der Süderweiterung vom Terminal 3 wird diese Besucherterrasse verschwinden, weil die Aussicht ist verbaut.
Du kannst halt von da aus nichts mehr sehen. Das macht dann natürlich auch den Sinn einer Besucherterrasse obsolet. Und dort ist es so, soll auf dem Dach der Süderweitung eine neue Besucherterrasse geben. Genau wann das Besucherdeck geschlossen wird, ist nicht ganz bekannt. Aber man möchte halt das Besucherdeck auf dem Dach des Terminal 3, das ist der Skylink, von April bis Oktober erstmal geöffnet lassen und dann den internationalen Flughafen nicht so ganzjährig geöffnet lassen, die Besucherterrasse wie in Zürich zum Beispiel, wo es ja ganzjährig möglich ist, wo man ja auch, glaube ich, kostenlos mit einem Ticket, wenn man eins hat, für denselben Tag Abflug auf die Besucherterrasse kommt. In Frankfurt ist es auch irgendwie umsonst im Moment, zumindest erinnere ich mich, dass ich umsonst in Terminal 2 da, glaube ich, hingekommen bin. Also insofern geht auf die Besucherterrassen und genießt Wien, solange es noch geht. Ein Thema, wo ich innerlich lachen musste, und da musste ich notgedrungen an Frankfurt Hahn denken. Frankfurt Hahn ist ja ein Flughafen, der mit Frankfurt so viel zu tun hat wie Aachen mit Köln oder sowas. Oder ihr könnt ja andere Beispiele in die Kommentare reinschreiben. Und der Lärm ist hier auch relativ geil. Also das Hotel hier ist also eine rechte Katastrophe gewesen für den Preis. Also wenn ich 800 Euro gezahlt hätte oder Dollar plus Steuern plus X und dann das geht null. Aber nun gut, das machen wir jetzt auch nicht weiter. Und zwar ist es so, in Amerika ist man auch nicht ganz so stark wie in Deutschland mit der Geografie. Deshalb, wenn man sagt Oakland, California, weiß kein Schwein, wo das ist. Wir wissen das natürlich, wenn ihr in der Sendung aufgepasst habt. Wir erinnern uns an die Lufthansa-Maschine, die kein Night VFA machen durfte mit der Staffelung. Ich glaube, die kam aus München. Und die musste dann nach Oakland, San Francisco, diverten. Und deshalb kennen wir natürlich Oakland spätestens seitdem. Wenn ihr gute Zuschauer seid, jetzt ein Like geben. Und da ist es dann so gewesen, dass man jetzt den Flughafen in Auckland umbenennen möchte auf San Francisco. Ja, und zwar der Auckland Flughafen hat gesagt, dass man den Flughafen für die Bay Area als Einstiegspunkt nehmen kann. Das macht durchaus Sinn. Also das ist dann quasi auf der anderen Seite und man möchte dann die Leute damit encouragen, also ermutigen, das zu machen. Der Flughafen heißt ja im Moment Metropolitan Auckland International Airport. Und das Wachstum geht halt gar nicht so. Und wenn man halt das guckt, ist es so, dass 51% der internationalen Reisenden nach in die Bay Area da nicht wissen, dass Auckland quasi San Francisco ist, dass man damit in die Bay Area kommt. Und nur 30% der Amerikaner wussten das überhaupt. Also das heißt, also international war es mehr bekannt als national. Fand ich auch durchaus spannend und deshalb eine Namensänderung. Also findet ihr sowas in Ordnung, dass man Flughäfen umbenennt, nur weil, weil die Leute geografisch schwach sind? Mach mal Frage des Tages draus. Mach mal die Frage des Tages draus. Ist es geografisch Mangel dahingehend, dass man zum Beispiel sagt, ja, wir wollen den Flughafen umbenennen, um den Leuten das einfacher zu machen? Oder sagt ihr, nee, wenn Leute dumm sind, haben die halt Pech gehabt? Oder ist es einfach nur, dass man halt seine Opportunitäten hier besser optimieren muss, weil man den Namen verbessern möchte? Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was auch spannend ist, ist das Thema, wenn es um Flottenerweiterungen geht. Und man sieht ja auch zum Beispiel bei Lufthansa, da gibt es ja auch Fluggesellschaften, die aus dem Boden gestampft werden, um billigere Produktionskosten zu haben. Und da ist es ja auch so, dass man zum Beispiel bei solchen Flugzeugen ganz klar aussucht, wo kann ich am billigsten produzieren. Und die AUA wird wohl nicht das fünfte Flugzeug bekommen haben, weil sie teuer sind. Und wie wir alle wissen, ist es ja so, dass das Personal bei Austrian Airlines im Moment ja die sind, die am billigsten im Lufthansa-Konzern produzieren. Und da bin ich in meinen Augen auch mal gespannt, was da weiter passiert und wie es da weitergeht. Aber ansonsten schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an, was hier Aer Lingus gesagt hat. Und zwar, Aer Lingus hat gesagt, also IHG, die Muttercompany, also es wäre dann halt quasi so die Lufthansa Group zur Eurowings oder zur Discover oder so sagen würde, dass der irische Carrier da halt wirklich mit seinen Kosten aufpassen muss, weil wenn die Piloten nicht dem neuen Gehaltsding zustimmen, also dem neuen Tarifvertrag zustimmen, dann werden die Flugzeuge woanders hingebracht. Und zwar ist es so, dass die Iberia
und die Vueling billiger produzieren und dann bringt man die Flugzeuge halt nicht nach Irland, sondern man fliegt dann andersrum und macht das dann von da aus. Wie findet ihr solche Bedrohungsszenarien, dass man da halt wirklich dann sagt, dass die 321 XLR, die ja eigentlich aus Dublin fliegen sollten, vielleicht dann doch zu Iberia gehen? Und ist so etwas fair oder ist das so, dass man das dann so machen sollte in Deutschland strategisch, dass man über alle Gruppen hinweg Tarifverträge macht und da dann halt auch schaut, was da passiert? Wir sehen ja zum Beispiel bei der Lauda, Lauda hat ja auch mit Österreich nichts mehr zu tun, ist Malta, weil alles billiger ist. Und da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare, dass man da halt wirklich sagt, bis, dass man halt bis zum 28. April bei der Aer Lingus, Aer Lingus, also nicht AI, sondern AE, bei Aer Lingus ist die irische Variante, da mal dann dem günstigeren Tarifvertrag zustimmt. Ist diese Erpressung aus eurer Sicht legitim? So, das letzte Thema, was wir haben, das ist aus dem Bereich, man glaubt es nicht. Und die Geschichte ist erstmal so, dass ein Kunde, und zwar war das in dem Moment, war es so, dass ein American Airlines Passagier, hatte ich Kapitän gesagt, weiß ich gar nicht mehr, also auf jeden Fall, es war ein Passagier, wenn ich gesagt habe, Crew war es falsch. Auf jeden Fall ein Passagier ist in Charlotte stecken geblieben, weil der Flug gestrichen worden ist. Der Flug wurde gestrichen von American Airlines und er ist Marriott Titanium gewesen. Und das ist auch die Vorgehensweise, die ich jedem von euch empfehle. Wenn der Flug von euch gestrichen wird, ihr wollt nicht fliegen, und wartet auf einen Hotel-Voucher. Macht den Quatsch nicht. Geht einfach in ein Hotel eures Vertrauens, macht einen Screenshot von Expedia, Booking.com oder wo auch immer, wo ihr die Preise seht, die so sind. Und dann geht ihr halt ins nächste Hotel am Flughafen, was eurem Geschmack entspricht. Dass ihr da zum Beispiel sagt, hey, ich bin Marriott, dann geht ihr halt in Frankfurt ins Sheraton oder ins Marriott Hotel. Oder ihr sagt, hey, ich bin Hyatt, dann geht ihr ins Hyatt Place. Hyatt Place wäre jetzt meine Wahl in Frankfurt, ganz klar. Und würdet dann die Kosten später einreichen. Und so ist es dann in dem Fall auch gewesen. Der Kollege ist dann ins Hotel gegangen und ist ein US Air Force Major gewesen. So war das. Deshalb kam ich dann mit der Crew etwas in Verwirrung. Und was dann passiert war, ist Folgendes. Er ist wach geworden, als er in seinem Hotelzimmer übernachtet hat. Und ein anderer Mann hat ihm einen geblasen. Das ist, wenn man heterosexuell ist, ein Thema, was nicht unbedingt Freude macht. Ich will jetzt hier nicht chauvinistisch oder sonst was sein, in welchen anderen Konstellationen das eventuell doch in Ordnung gewesen wäre für den einen oder anderen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so etwas ist für mich jetzt nicht wirklich so tipptopp. Was dem Ganzen aber die Krone vom Kopf geschlagen hat oder den Zacken aus der Krone geschlagen hat, ist, dass dem Hotel dieser Typ bekannt war, weil dieser öfters schon Hausfriedensbruch gemacht hat. Und es ist so, dass der Mann bekannt war, dass er Zimmer ausraubt, dass er Leute angreift. Dann diese sexuelle Belustigung, Belästigung, die da jetzt gerade passiert ist, ist wahrscheinlich dem einen oder anderen vielleicht so gar nicht bekannt gewesen. Aber er hat jetzt 160 Millionen Dollar Schadensersatzforderung für Marriott. Warum? Ganz einfach, ich meine, es kann ja nicht wahr sein, dass ihr das Property nicht schützen könnt. Wir haben ja dieselben Geschichten aus dem Rio in Las Vegas gehabt. Die machen jetzt, seitdem sie zu Hyatt bekannt gegeben haben, zu Hyatt zu wechseln, wird da investiert in Sicherheit. Ich selber zum Beispiel hier im Indian Wells im Hyatt, die Tür ging nicht automatisch zu. Hier im Ritz-Carlton, die Tür geht nicht automatisch zu. Man sieht sogar Licht vom Gang, also daran sieht man, wie die Tür gedämmt ist. Deshalb hört man auch den Lärm vom Gang oder man hört den Lärm von drinnen auf dem Gang. So, also deshalb, was ich jetzt auch angefangen habe zu machen, ist diesen Deadbolt, also diesen Verriegler, vorzumachen und wirklich zu kontrollieren, dass die Tür zugezogen ist und geschlossen ist. Ich habe das mit dem Schließen habe ich immer gemacht, aber dieses mit dem Deadbolt, also mit diesem komischen Hebel, dass wenn man ihn aufmacht, dass das nicht weitergeht oder Lärm macht, das habe ich jetzt auch neuerdings. Und wenn man so etwas hört, dann weiß man gar nicht, was man davon denken soll. Und ich finde das persönlich halt relativ problematisch. Man sollte auch einfach gucken, dass die Hotels keine sicheren Plätze sind immer. Also das ist einfach so. Ich könnte euch Geschichten aus Abu Dhabi erzählen, mache ich lieber bei einem Stammtisch. Und wenn man hier draußen Lärm macht, dann muss ich ehrlicherweise sagen, ich muss gerade gepflegt kotzen.
dass so etwas auf dem Samstagmorgen um 8 Uhr ist, wenn Hotelgäste eigentlich schlafen wollen. Und dann gab es zum Beispiel ein Thema, 15 Jahre, jähriges Mädchen wurde zum Beispiel aufgeschreckt, weil jemand versucht hatte, in ihr Zimmer einzubrechen. Das war im Ocean City Hilton. Dann, dann ist es so, dass ein, dass ein Gast in, das, in die Dusche lief von einem, nein Quatsch, ein Hilton-Angestellter beim Gast ins Hotelzimmer lief, weil er meinte, es gäbe Feueralarm, auch eine Fake-Geschichte. Dann im Doubletree in Los Angeles in Hilton, ich weiß gar nicht, warum das so viele Hilton sind, ist aufgewacht, als ein Hotelgast vor ihm am Bett stand. Ja? Oder ein Manager im Hilton Nashville Downtown ist verhaftet worden, weil er an den Zehen eines Gastes genuckelt hat. Also das kannst du nicht ausdenken. Ich weiß jetzt nicht, warum Hilton jetzt so überproportional da genannt wird, aber ich kann euch sagen, dass das nicht lustig ist. Also ich kann aus meiner Kindheit nur erzählen, wir hatten ja in Aachen ein Schuhgeschäft zum Beispiel und wir haben in dem Haus über dem Schuhgeschäft gewohnt und man konnte aus dem Schuhgeschäft ins Haus. Da ist eine Tür nachts zerborsten durch die innere Spannung vom Glas und die Polizei ist mit gezogener Waffe durch das Schuhgeschäft, durch das Lager, die Treppen hoch bei uns dann der zweiten oder dritten Etage gewesen und stand dann quasi bei mir vom Kinderbett mit einer gezogenen Knarre bei meinen Eltern gleich. Also insofern, das ist dann nicht lustig. Man erschreckt sich dann doll, aber wenn man solche Sachen dann hat, dann denkt man auch, dass das mehr Sicherheit im Hotelzimmer ist. Aber wir werden zu dem Thema Sicherheit im Hotelzimmer, werden wir vielleicht auch nochmal ein Seminar oder sowas machen, da wird es was geben, das hat mich dann auch inspiriert. Ich mache an dieser Stelle Schluss, weil ich noch packen muss und die mir auf den Sack gehen mit dem Packen da. Ich weiß, seht ihr das überhaupt? Ja, ihr seht den LKW zumindest und das Sachen, die Sachen hin und her schieben. Das geht gar nicht. Deshalb für euch jetzt der Abspann und viel Spaß und bis dann. Ciao, ciao. Ach ja, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren und ihr wisst ja, wie es geht, ne? Kanalmitgliedschaft und bei Fragen hier, da unter der Nummer könnt ihr euch bei mir melden. Und ich packe jetzt die Sachen, ich gehe nach Los Angeles. Jetzt aber den Abspann. Also, bis dann. Ciao.